Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich auf diesen Abend und auf diese Runde. Sie ist Musical-Star, Society-Lady, Talkerin. Sie war und ist eine strahlende Erscheinung, die mit Freude auf ein aufregendes Leben zurückblinkt und immer noch mit Freude auf das, was noch kommen mag. Ich freue mich auf den Besuch aus Wien. Dagmar Koller. Danke. Schön, dass Sie da sind. Alle paar Jahre kommt er in den Kölner Treff, er ist einer der Großen in der deutschen Comedy-Szene und ich sage nur, klasse, dass du da bist, Matze Knob. Es gibt in Deutschland eine breite Comedy-Szene und da sucht im Grunde genommen auch jeder sein besonderes Feld, was er oder sie beackert. Ich habe mir heute gedacht, Sie sind so bescheiden und still. Und habe ich ihn immer angeschaut und habe gedacht, so was Liebes, so nett, so still. Das sind Sie ja dann gar nicht. In der Gegenwart. Wen hast du denn, Dagmar Koller? Aber was ich ja wirklich toll finde, Dagmar Koller, die natürlich im Grunde genommen immer noch sehr beweglich ist, weil sie Musical-Star gewesen ist, übt immer noch jeden Tag ein bisschen Gymnastik. Hinfallen. Und das Hinfallen, vor dem viele ältere Leute ja Angst haben. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie im letzten Jahr einen super Auftritt hatten. Sie gingen neben dem Kulturminister die Treppe vom Burgtheater runter. Wundervolle Treppe, High Heels, ganz vorne. Ne? Natürlich auf High Heels, ist klar. Mhm. Und da war leider der Stöckelschuh eher unten als Sie. Der Stöckelschuh war auf einmal weg und auch ich war weg. Und war plötzlich mit dem Schuh, also so richtig, was ich ja immer übe, so dieses schöne Hinfallen, bin ich da runtergerollt und das wirklich die Leute, die alle aus der Premiere rausströmten, haben auf und die, alle Menschen von der Seite, von der anderen Seite sind gelaufen und haben geglaubt, jetzt ist die alte Cola kaputt. Ja, und ich bin aber sofort aufgesprungen, nachdem ich 4, 5 Treppen, aber so schön, so gerollt, so aufgesprungen, nachgeschaut. Nicht einmal die Strumpfhose war zerrissen und all die Leute habe ich gleich gesagt, nein, das ist gar nichts, nichts, nichts. Die haben wirklich, man hat richtig gespielt, weil die haben alle geglaubt, jetzt steht die nicht mehr auf und jetzt ist die Hüfte oder sonst was weg. Nichts! Also jetzt übe ich das auch immer noch weiter und ich würde allen raten, übt das zu Hause, wenn ihr ein bisschen trainiert, auch mal so hinfallen am Teppich. Da ist ja schön weich. Da komme ich ja nicht mehr hoch. Das ja, das ist eben fein. Also ich weiß auch nicht, mal ganz ehrlich. Aber jetzt sag ich mal, es ist eigentlich ungewöhnlich, liebe Dagmar Koller, dass Sie in diesem Jahr wieder hier in dieser Sendung sind, weil Sie vor gut einem Jahr hier waren. Das ist ein wenig knapp, aber wir haben damals gesagt, ich habe mein Buch noch gar nicht fertig und ich wusste gar nicht, was für ein Buch es überhaupt sein sollte. Jetzt habe ich es gesehen und gedacht, was für ein Leben. Es ist nämlich ein Fotobuch und man sieht so viele Stationen in Ihrem Leben als Musicalstar verehrt und gefeiert, begehrt von vielen Männern. Sie waren und sind ein Schuss. Muss man jetzt mal sagen, kann man auch in dem Alter noch sagen. Aber hallo! Ja. Nicht nur auf der Bühne ein Star, dann das Society-Paar neben ihrem verstorbenen Ehemann, Bürgermeister von Wien, Helmut Zilk. Es passte eigentlich alles. Und man liest es eigentlich wie so ein Dokument einer Zeit, die jetzt doch ein wenig abgelaufen ist mit großen, großen Stars und auch privaten Fotos. Wenn Sie dieses Album angucken über sich, wir haben da auch einige Fotos rausgesucht, wie Sie sind so schön, neben Harry Belafonte. Und dann haben Sie drunter geschrieben, ein Mann auch zum Verlieben. Ja, also das war ganz toll. Ja, ich werde es nie vergessen. Mhm. Eigentlich so einen schönen Mann sieht man selten, wie Belafonte war. Ja. Und er war auch so charmant. Ich war wirklich verliebt in ihn. Ich habe dann so nachgedacht, mein Gott, wie könnte man wirklich an ihn herankommen? Aber er hat eine so schöne Frau gehabt. Die war noch schöner als er und die war unwahrscheinlich toll. Und dann denkt man, ja, es gibt eben diese Menschen, die so außerordentlich faszinieren. Ich habe das sehr oft erlebt, Menschen, die etwas so Großes ausgestrahlt haben. Und ich habe viel davon gelernt, weil ich war immer alleine und habe natürlich auch geträumt von der großen Karriere und das große Leben. Und ich durfte es zum Teil erleben. Sie haben wirklich, das Buch liegt zu, ich habe sehr, sehr viel erlebt. Sie haben Politiker kennengelernt, Persönlichkeiten von Adel, natürlich Künstler, Kollegen noch und nöcher. Was mir aber aufgefallen ist, ich meine, Sie waren 30 Jahre oder gut 30 Jahre mit Helmut Zilk verheiratet. Ja, Sie hatten auch 34. Vorher ein Leben. Mhm. Sie waren mit Marcel Marceau, der berühmten Pantomime, liiert. Sie waren mit Karl Schranz, dem Skistar, liiert. Von denen finde ich kein Foto in diesem Album.
Das ist traurig. Ja, das ist ihr's. Denn ich erwähne ihn immer wieder, weil er wirklich ein Idol war, ein Ski-Idol. Aber das Buch wurde auch von jemandem gemacht, den ich sehr, sehr schätze und sehr verehre in seiner Arbeit, weil das eine besondere Arbeit ist, eine Leistung, ein Buch zu machen ohne viel Text und es so interessant und spannend zu machen, dass auch ich plötzlich dieses Buch immer wieder in die Hand nehme in der Nacht. Das bin ich, das habe ich auch erlebt. Und da bin ich also ganz weg, dass manchmal baue ich mich an meinem eigenen Buch auf, weil ich es ja noch immer nicht wahrgenommen habe, dass so ein junger Mann das für mich gemacht hat. Und das ist eine Hommage über mein Leben. Und das macht mich auch neugierig. Was hat er über diese Zeit geschrieben? Dann schaue ich rein, jö, das habe ich erlebt. Und das baut mich echt auf. Mein eigenes Buch ist plötzlich mein Psychologe. Ich würde fast sagen, das ist ihre beste Freundin. Ihre beste Freundin ist ein Mann. Das ist nämlich der extrem gut aussehende Michael Balgavi. Balgavi, spreche ich es richtig aus, der es zusammengestellt hat. Aber tatsächlich, wenn Sie es so sehen, das ist so ein guter Freund von Ihnen, mit dem Sie oft auch auftreten. Und manche sagen, das ist ja eine Liebeserklärung, die der zu dir gemacht hat. Ja, ist das wirklich? Das ist ja so ein fantastisch junger Videodesigner, der an und für sich für mich ein sehr schönes Bühnenbild gemacht hat, wo ich großen Erfolg hatte, mit einem Lied. Die anderen Kollegen haben alle 4, 5 Lieder präsentiert. Und ich bin mit einem bescheidenen Lied rausgekommen und habe so einen Erfolg gehabt. Das war vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Ist ja wieder so schnell auf meine Zeit. Lieber Gott, lass mich noch lang leben. Und dann habe ich gefragt, wer hat denn das gemacht, dass ich so ein schönes Bühnenbild hinter mir habe. Das war er. Und so habe ich ihn dann kennengelernt, weil ich mich bedankt habe. Es gibt einen Satz, sag mal, Koller, in dem Buch. Ein Leben im Dienst des Vergnügens beansprucht die gesamte Existenz. Ja. Das ist ein Satz, über den man nachdenken kann, weil Sie müssen ja auch auf der Bühne immer funktionieren. Und das verlangt die ganze Existenz, aber auch in Ihrem, in Anführungszeichen, anderen Leben als Frau an der Seite eines Politikers haben Sie immer funktioniert. Ich hatte vier Berufe, würde ich sagen. Wir haben unglaubliche Menschen kennengelernt. Unglaublich, wirklich. Wir haben beim letzten Mal darüber erzählt, wie Sie mit Prinz Charles bei einem Fest mal unterm Tisch sich gegenseitig den Kaviar aus den Zähnen gepult haben. Kaiser Hirohito. Ja, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Und danach passiert mir, dem großen Kaiser zu begegnen. Das war so, dass jeder nur 3 Minuten vor ihm stehen durfte und schon weg musste. Und das war so eine lange Reihe von A bis Zilk ist ja der Letzte dann gewesen. Und ich habe noch gemerkt, wie die Damen alle so einen tiefen Knicks vor ihm gemacht haben, aber nicht gewusst haben, wie man einen Knicks macht, fast umgefallen sind. Und dann habe ich noch zu meinem Mann gesagt, Mensch, muss ich das auch machen? Aber ich habe das wirklich so bühnenmäßig gemacht. Und dann werde ich nicht vergessen, der Hirohito, das war ein solches Erlebnis und ich drehe mich weg von ihm und schmeiße dem Mann, der diese Canapés alle da verbrennt hat, einen Ellbogen, weil ich wollte wie immer ein Champagnerglas nehmen und habe das so ungeschickt genommen, dass ich den umgeschmissen habe. Und all diese herrlichen Brötchen lagen vor dem Kaiser. Was macht man dann? Mein Mann in großen Schritten davon. Super. Ich mich gleich gebückt und schaue auf die Seite, stürzt ein Mann, noch schöner als alles andere, war das der Chirac. Der damals noch Bürgermeister, heute war ja dann großer Präsident, Chirac. Giscard d'Estaing, oder? Und der, oui, sag ich. Und der hat sofort mitgeholfen, die Brötchen aufzuputzen, aber wir mussten das da nicht putzen. Es liefen ja dann viele Angestellte hin, aber peinlich der Moment, nicht? Also mir ist immer was passiert. Aber immer. Unvergessen. Berühmt für furchtbare Sachen. Aber es ist ja schon wirklich wunderbar, wenn jemand so wie Sie auf ein solches Leben zurückblickt, aber trotzdem auch voll Lebensfreude nach vorne blickt, ins Jetzt, immer, nach vorne, wie auch immer. Sie haben gerade erwähnt, Sie wollten zum Champagnerglas greifen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, Rezepte des guten Alterns, Sie sind von Wodka auf Gin umgestiegen. Aha. Ja, Alkohol konserviert. Aber ich sag's ehrlich, wie es ist. Ich habe gelesen, Mom, die alt geworden ist, 102 Jahre, glaube ich. Mom, ja. Also die englische alte Mutter, hat immer Gin getrunken. Und, nein? Und Gin. Sie liebte Paul Rouget. So. Also was müssen wir denn jetzt trinken? Ja, Beides. Ich bin ja ein Feind, ich habe ja eine, wie nennt man das, Histaminallergie. Ich darf kein Champagner trinken, ach, da habe ich sofort Kopfweh. Aber Wodka, Gin und Schnäpse, herrlich. Cool. Da haben wir es. Also in noblen, in eleganten Gesellschaften, wo man immer gleich den Champagner serviert, frage ich immer so irgendeinen Kellner,
Habt ihr einen Wodka? Und wirklich, kommen sie alle heimlich so hinterm Rücken, dann sagen sie, Frau Koller, da. So, und bringen mir das Gläschen immer schon Wodka oder Gin oder sonst was. Das spüre ich lustigerweise nicht. Das macht mich lebendig, kräftig. Und ich habe auch heute bei euch. Die aus ihr strömt. Ich habe auch heute hier mein. Einer ist hier hinten irgendwo und der hat mir sofort so einen Wodka in die Garderobe gestellt. Jetzt machen Sie uns bitte nicht schlecht, Frau Koller. Als würden wir die Gäste hier unter Drogen setzen. So, und jetzt haben wir uns überlegt, Simone, Dagmar Koller saß im letzten Jahr in der Sendung mit Matze Knob und hat gesagt, ich möchte, dass Sie auch wieder in die Sendung kommen, und zwar als Dagmar Koller. Und dann haben wir gesagt, Matze, wie ist denn das? Ist das irgendwie machbar? Jetzt muss ich mal eben gucken, ob er schon irgendwo ist oder ob er sich noch versteckt. Wirklich? Er ist noch nicht fertig. Doch, da, nein. Da komm ich. Nein. Das gibt's ja gar nicht. Wir zwei in einer Sendung, das ist ja toll. Ich habe das gerade verfolgt hinter der Bühne, was du erzählt hast. Du hast ja diese Histaminunverträglichkeit und ich habe ja diese Glutenunverträglichkeit. Ich kann kein Brot essen, keine Brötchen, kein Kuchen, aber Hasch, Koks, Ecstasy. Händchen wie ich immer. Ja, ja. Richtig, ich bin ja. Ach ja, das ist ja ein Wahnsinn. Ich habe sie extra noch ins Eisfach gelegt, damit wir uns so ähnlich sehen. Sag mal, selbst Pünktchen ist schon ganz nervös geworden. Ja. Ja. So viel Beifall sind nicht gewöhnt. Jetzt möchte ich aber mal fragen: Also, liebe Dagmar Koller, ja. Können Sie Dagmar Koller noch was beibringen? Nein, er ist so perfekt, dass ich mich nicht mehr traue, was da zu zeigen oder so. Wir könnten vielleicht was zusammen singen. Was Willst du vielleicht eine akrobatische Bewegung von mir? Eine akrobatische Bewegung? Ich möchte gerne wissen, ob Dagmar Koller 2 so bewegt wie Dagmar Koller 1. Was man gar nicht weiß, ist, dass wir zwei ja eigentlich, ich bin ja die Schwester, ich bin ja die Daniela Koller und wir sind ja... wir sind ja immer aufgetreten früher als die Kessler-Zwillinge. Du hast aber. Aha. Ja. Ja. Was passiert jetzt? Singen? Also. Sie wollte mir etwas beibringen, was ich noch nicht kann. Dagmar? Kannst du mir helfen, dann stürze ich wieder. Wie groß bist du heute gerade? Ja, dann bleib du da oben stehen, ich bleibe unten. So, jetzt sind wir genau. Ja. So, was machen wir jetzt? Was denn machen jetzt? Irgendwas. Bewegungsintensiv. Das Bein. Ja, sowas. Siehst du? Wow. Ich halte dich. Ich muss mein Taxi gehen. Ich probier's. So, wie mach ich das? So? Ja. Ich halte dich. So, ja. Bravo! Ach, nichts. Ja, ich hab. Wir können noch etwas zusammen singen, Dagmar. Also, wenn ich so aussehen will, wäre ich in Hollywood gelandet. Sollen wir noch im Prater blühen? Kennst du das? Kannst du das auch? Ich probiere es natürlich. Ich hab sechs. Im Prater blühen wieder die Bäume, im Silvrin, im Grünchen der Wald. Da kommen die seligen Träume. Es muss wieder Frühlings
genau. Wirklich. Komm, ich hin, weil du Liga. Hast ja auch Schuhe ja, mit so hohen, dünnen Stöcken. Wo kriegt man deine Schuhgröße? Die habe ich selbst geklöppelt. Ich gehe schon mal in deine Garderobe, weil da steht noch dein Wodka, den trinke ich raus. Komm, nimm Platz, also, meine geliebte Dagmar. Oh, Entschuldigung. Also ja, Matze hat darum gebeten, dass wir ihn dann auch wieder, also sie, wieder befreien und sie sich irgendwann wieder in die normale Garderobe hüllen darf. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wer... Ich glaube, dass er so, dass sie so bleiben sollte, Dagmar. Ich weiß nicht, wer, mehr, ich weiß nicht, wer mehr Applaus verdient. Ich finde, ihr seid also großartig. Ich muss sagen, ich bin großartig. Ich würde mich jetzt davonschleichen, weil ich, wie gesagt, noch packen muss. Wir fliegen ja nach Wien zurück. Ich bin aber in 3 Minuten dann wieder da. Da komme ich als Simone Tomala. Also bis wieder. Tschüss. Ja, falls Sie, liebe Zuschauer, gar nicht wissen, wo Sie sind in der seriösen Talkshow Kölner Treff. Ich freue mich sehr. Es ist mir gerade etwas entglitten, aber es war wunderbar. Bitte, der Hund hat sogar Flucht gekriegt. Der Hund braucht Zuspruch. Es war ihr zu viel Beifall. Und das war ich. Das wird so weitergehen, weil wir möchten noch einmal weiter. Dagmar Koller, Sie lassen sich auf jeden Quatsch ein, aber ja, Sie sind wirklich eine wunderbare Frau. Toll, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank. Achten Sie sehr auf die Kalorien, die Sie zu sich nehmen? Ich weiß nicht einmal, wie Kalorien, wie das geht. Kalorien essen wir nicht. Ich achte sehr, dass ich nicht zu viel esse. Aber ich liebe Essen und ich habe nur Freunde, die begeisterte Köche sind und Freundinnen. Und da muss ich viel essen und da esse ich mich so lang an, dass ich dann 2-3 Tage fast nichts brauche. Ich glaube, dass das sogar sehr gut für den Körper ist, wenn er manchmal wirklich alles kriegt, was er sich wünscht, und dann am nächsten nur gar nichts. Wie die Anaconda. Also die Richtung. Ich kann das. Und ich habe das auch festgestellt, dann bin ich so entsetzt, ich kann an einem Abendessen über 1 Kilo zunehmen, wie nichts. Und dann denke ich mir, oh, bumm, jetzt hast du die Waage und ist sehr viel drauf. Und dann denke ich mir, mein Gott, na, wie kriege ich es wieder weg, weil ich da sehr achte. Ich habe immer auf meine Figur geachtet, weil ich wusste, ich muss sehr viel in meinen Rollen tanzen. Und ich habe auch den Ehrgeiz immer gehabt, von den Sommerferien in die Volksoper zurückzukommen und nicht, dass die Schneiderinnen meine Kostüme erweitern müssen und größer machen müssen, sondern dass ich dann wieder reingepasst habe. Und ich habe wirklich, mein armer Mann, der so leidenschaftlich nur essen, 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 der konnte essen bis nie mehr aufhören. Und dann im Urlaub habe ich dann 8 Tage, bevor der Urlaub zu Ende war, habe ich fast nichts mehr aufgehört gegessen. Dass ich dann wieder so in das Kostüm... Das ist Disziplin. Ich danke demjenigen, der das Stretch-Material erfunden hat. Jetzt guck ich mal. Oh. Da kommt Dagmar Koller verkleidet. Oh nein, ich schäme mich. Ich bin extra noch an der Tankstelle gewesen. Vielen Dank für den Humor, dass Sie das mitgemacht haben. Mit roten Schuhen. Ja, schau, natürlich. Wie schön. Wenn sie nicht schmeckt, ich habe noch Joghurt-Dressing. Meine Lieblingsblumen. Ja, ich war immer gelbe Rosen, aber jetzt bin ich ein Tulpen-Fan geworden. Rosen gab es nicht. Von ihm ist es besonders schön. Ich danke dir tausend. Sehr gerne. Ich habe Zugang. Vielen Dank. Ja.